Wer wird um wie viel entlastet? Foto: Jens Wolf, Deutsche Presseagentur. Union und SPD haben Steuerentlastungen versprochen, für kleine und mittlere Einkommen vor allem. Was könnte bei den Verhandlungen herauskommen? CDU, CSU und SPD haben ihre Sondierungen begonnen und wollen sie im neuen Jahr zügig voranbringen. Man kennt sich und weiß um die jeweiligen roten Linien. Für die einen ist die Sache bekanntlich schwieriger als für die anderen. Die Sozialdemokraten müssen fordern und liefern, wollen sie ihre Basis und ihre Anhänger von der neuerlichen KroKo überzeugen? Schwierig wird das in der Sozialpolitik wie bei der Bürgerversicherung. Hier werden CDU und vor allem CSU eher hartleibig agieren, auch wenn der geschäftsführende Kanzleramts- und Finanzminister Peter Altmaier vor Weihnachten sachte Signale des Entgegenkommens sendete. Einfacher könnte es dagegen in der Steuerpolitik werden. Untere und mittlere Einkommen entlasten, das haben Union wie SPD im Wahlkampf versprochen. Hier müssen sie liefern. Warum könnte eine kleine Steuerreform einfacher werden als 2013? Was die Erfolgsaussichten für eine gemeinsame, kleine Steuerreform verbessert: Die Situation ist einfacher als 2013, als die Union sich gegen jede Steuererhöhung wendete und die SPD Steuersenkungen ablehnte. Das führte zu dem bekannten steuerpolitischen Patt der vergangenen 4 Jahre, die nur eine Korrektur bei der kalten Progression brachten, also eine Anpassung der Steuerbelastung an die Inflation.